Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Montagnacht, freie Themennacht. Also wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, nur zu, wählt diese Nummer hier, die ist kostenfrei. 0800 220 50 50, mailt unter domian@wdr.de oder faxt mir unter 0800 220 50 51. So, wir gehen gleich zur Sache, nämlich mit dem ersten Anrufer. Und das ist Wilhelm und der ist 58 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, halt. Um was geht's bei dir, Wilhelm? Was ist dein Thema? Ja, ich habe dich bei Harald Schmidt gesehen und gehört. Ja. Bin zunächst mal sehr begeistert, dass diese Geschichte mit dem Dreier nur ein Scherz war. Ja. Weil ich denke, dass jemand, der mit dem Rab was macht, in die Kiste gehört. Aber ist egal, das war ein Scherz. Ja. Wobei ich das gerne nochmal aufgreife und es an dieser Stelle hier auch nochmal sage, dass ich hatte noch nie Gruppensex mit Stefan Raab und Brigitte Lämmle. Es war ein Scherz, es war ein Spaß, den ich am Donnerstag in der Sendung gemacht habe. Und das Lächeln hat offensichtlich nicht gereicht, um es zu transportieren, dass es ein Spaß war. Es war Spaß. Ne? Also sagen wir nochmal, es war nicht so. Also es war Spaß. Ich habe das noch nie getan. Wilhelm, das ist jetzt nochmal klargestellt. Gut, jetzt aber ja, ich bin begeistert. Ja. Aber das andere zum Schluss gesagt, das hat mich doch etwas überrascht. Und zwar, dass du nicht glaubst, dass Frauen ejakulieren können. Ja, so war es. Das hat natürlich sofort mich dazu veranlasst anzurufen. Denn gut. Ich muss also sagen, dass ich 1997 das erste Mal eine Frau kennengelernt habe, ja, bei der dieses Phänomen aufgetreten ist und wir beide natürlich völlig verwirrt waren, weil wir natürlich so wussten. Siehst du, auch erst ist. 1997. 97, ne? Also ja, schon im hohen Alter. Ja, im hohen Alter, ne? Ja, aber die Frau war jünger. Ja. Also es ist so, dass ich sie oral stimuliert habe, sie auf mir gesessen hat und dann, als es eben soweit war, man muss sagen, es war schon eine sehr außergewöhnliche Sache mit sehr viel so Bohai. Es war eine sehr schöne Sache und wohl eine sehr starke Erregungsphase ihrerseits. Und als es ihr dann kam, war das so für mich wie als ob mit so einer, ja, vielleicht aus einer Tasse mir da was über den Mund gekippt wurde. So viel. Und es lief an Seiten runter sogar aufs Bett. Mhm. Und jetzt kommt das. Die Frau war natürlich völlig aus dem Häuschen und das war ihr auch peinlich. Und für mich war das auch nicht so ganz leicht. Ich muss aber sagen, es hat nicht unangenehm geschmeckt, da ich ja weiß, wie Urin zumindest riecht. Nicht immer. Urin, ja gut, aber es gibt auch geruchlosen Urin manchmal. Aber es war auf jeden Fall, es waren keine Flecken im Bett. Also es ist einfach irre, ne? Ich wundere mich immer über diese Mengen, die die Frauen erzählen oder die du jetzt auch gerade berichtet hast, von der du berichtet hast. Und also da ist meine obligatorische Frage immer, wo kommt denn das her? Wo war denn das vorher? Ich gehe da jetzt noch einen Schritt weiter. Ich kenne einen mein Hausarzt war ungefähr 10 Jahre Gynäkologe. Mhm. Der ist jetzt allgemein praktizierender Arzt, Vorsitzender der orthomolekularen Medizin, also ein fähiger Mann, den kenne ich seit 71. Das heißt, wir sind auch freundschaftlich verbandelt. Ja. Ich gehe zu ihm und spreche mit ihm eigentlich über alles Mögliche, weil ich bin ja gesund, ich habe keinen Grund. Ja. Ich habe ihn gefragt, was ist das? Und dann hat er mir gesagt, es gibt eine Ärztin in Norddeutschland irgendwo, er hat mir das damals genau erklärt, ist irgend so eine Drüse. Es ist sehr wohl richtig, dass es bei Frauen möglich ist, wenn sie besonders stimuliert werden, wenn sie also in einer besonderen Erregungsphase sind, dass es so etwas gibt. Und jetzt geht es noch weiter. Als wir es dann mal normal gemacht haben, dass sie auf mir gesessen hat, also auf meinem Penis, und es dann wieder so war, dass nicht jedes Mal, also es wäre völlig übertrieben, wenn ich jetzt sage, jeder Akt war so, das ist überhaupt nicht richtig, sondern immer nur ganz bestimmte Sachen. Dann war es so, dass als es ihr dann so kam, war das für mich so, als ob so 1000 kleine, ja so wie aus 1000 kleinen Drüsen so irgendwas gegen meine Eichel gepresst wurde. Das heißt, es war ein unheimlich schönes Gefühl, so ein wärmeres, härteres, das war. Also wie so eine Brause, eine kleine Brause. Das ist das Wort, wie eine Brause. So, ja. Und das ist einfach gigantisch und ich kann sagen, in der Zwischenzeit habe ich natürlich eine andere Frau. Ja.
Und da ist es nicht so? Da ist es doch. Das ist auch so. Ist eine dritte Frau. Ich habe natürlich dann natürlich andere, weil ich ja Solo bin. Ich bin ja jemand, der gelegentlich mal die eine oder andere. Also ich höre schon im Klartext, es gefällt dir sehr gut. Und du bist damit... Für mich als Mann ist das sehr gut. Ist es sehr gut. Weil das ist ein unheimlich schönes Gefühl. Es ist einmal natürlich auch eine gewisse Genugtuung, dass man dazu in der Lage ist, weil eine Frau, die so einen Orgasmus hat, bewegt sich ganz anders. Das heißt, die natürlich, ist auch ein großes, glaubt, die bricht einem das Ding ab. Ja. Ja, ist aber auch ein großes Kompliment dann für dich und für eure Sexualität, ne, wenn das dann so funktioniert. Gut, für mich nicht so sehr, sondern für die gesamte Sexualität. Ich glaube, für dich auch, du bist ja ein Teil davon. Gut, aber ich glaube, dass das viele Frauen haben könnten, wenn sie bereit sind, sich so weit gehen zu lassen. Achso, du meinst, also, dass das so eine psychische Voraussetzung ist? Glaube ich mir, dass man, dass das so eine besondere Form der Erregung ist, eine besondere, vielleicht langsame Hinführung, es an anderen Orten zu machen, nicht nur im Bettchen und so, sondern auch vielleicht so auf dem Parkplatz oder so irgendwo. Ja. Das heißt, würde dich gerne noch fragen, bei der Frau, bei der du das zum ersten Mal erlebt hast, das habe ich gerade am Anfang nicht richtig verstanden, war das für die Frau auch das erste Mal, dass sie das für so... Für die Frau war das am Anfang peinlich. Die wusste nicht, das heißt, wir haben danach... Also war es für sie auch das erste Mal? Das erste Mal und es war ihr sehr unangenehm und erst dann, nachdem ich gesagt habe, komm mal mit zu dem Arzt, der hat ihr das auch nochmal erklärt. Man könnte ja auch die These haben, du bist im etwas fortgeschrittenen Alter ein so guter Liebhaber geworden. Das ist falsch. Ich bin nicht so ein guter Liebhaber. Ich bin aufgrund meiner körperlichen Situation nicht mehr in der Lage, in einer Session 5, 6, 7 Mal zu ejakulieren. Also muss man dann weitergehende Dinge wie Hände, Mund, Lippen und so dazunehmen. Das heißt, man wird... Aber es ist ja schon auffallend, dass die letzten drei Frauen es bei dir, dass das so funktioniert. Ne? Vielleicht liegt es ja doch irgendwie an deiner Kunst. Es liegt daran, dass man im Alter vielleicht ein bisschen ruhiger ist und mehr Spaß daran hat, die Frauen kommen zu sehen oder zu hören und zu schmecken. So. Also von deiner Seite auf jeden Fall klares Statement, ja, das gibt es. Ich habe das erlebt und ich finde es auch gut. Es gibt auch ein Buch. Ich weiß jetzt immer noch nicht so genau, wie das heißt. Ich glaube, der Superorgasmus oder irgend sowas, da steht das ganz klar drin, da ist auch die Drüse benannt, wie die heißt, wieso das so funktioniert. Gut, ich danke für deinen Anruf, Wilhelm. Bitte. Und alles Gute und viel Spaß beim Sex weiterhin. Danke, tschüss. Tschüss. Zack, zack, das war Wilhelm, 58 Jahre alt. Jetzt geht es weiter mit Tina. Und Tina ist 9 und, wie alt ist sie? Halt, wo ist sie? Hier. Hier ist sie, 49 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Tina. Dein Thema. Ich habe dich auch bei Harald gesehen. So. Du hast ja richtig toll ausgesehen. Ich danke herzlich. Ja, du hättest nur das Hemd ein Stückchen aufmachen müssen. Das hätte noch mehr sexy ausgesehen. Du willst noch ein bisschen von dem Brust haben. Ja, natürlich. Ja. Nein, zu meinem Thema. Ja. Obwohl, das gehört indirekt auch dazu. Ich möchte, ich weiß aber noch nicht hundertprozentig, nächstes Jahr eventuell einer Freundin einen Stripper zum Geburtstag schenken. So. Finde ich eine gute Idee. Ja, ne? So erstmal spontan finde ich das eine sehr nette... Wie alt ist die Freundin? Wie alt wird die Freundin? 47. 47. Ist sie solo? Mhm. Ja. Und auf was steht sie so bei Männern? Das weißt du? Wenn ich jetzt mal so vom Lieblingsschauspieler her gehe, das ist der Götz George. Ah. Aber so einen würde ich ihr natürlich nicht als Stripper schenken. Ist auch ein bisschen schwer, glaube ich, so einen zu finden. Das sind ja meistens immer so ganz junge, knackige Kerle. Ne? Nee, würde ich auch nicht. Nee, also das bringt ja nichts. Nein, die steht so auf südländische Typen. Ja, ja. Aber die müssen dann auch schon ein bisschen längere Haare haben und Haare auf der Brust. Ja. ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst an den Model-Stripper Fabio. Model-Stripper Fabio. Mhm. Im Moment rattert es Fabio nicht. Fabio hieß der. Oh, im Moment rattert es nicht im Kopf. Der ist nämlich auch so. Der ist groß, schlank, aber der hat zu sehr Waschbrettbauch. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Wichtig sind die langen, dunklen Haare und die Haare auf der Brust. Du rufst mich jetzt an mit diesem Thema. Bist du dir irgendwie noch ein bisschen unsicher, ob du das tun sollst, oder? Ich weiß nicht, wie ich an sowas rankomme. Ach so. Und was sowas kostet ob ich mir die Leute vorher angucken kann und wenn der mir nicht gefällt, kann ich den wieder zurückschicken und all sowas. Der Reihe nach. Erstmal grundsätzlich finde ich das eine nette und lustige Idee. Ist sicher ein riesen Effekt dann auf dem Geburtstag. Ist wahrscheinlich. Aber wir sind nur zu zweit. Ach, ihr seid nur zu zweit? Ja. Umso lustiger. Na ja, ich lasse ja hinterher dann noch mit dem alleine. Oh.
Was sie dann machen, ist denen ihr Problem, nicht mehr meins. Ich weiß gar nicht, ob das dann so funktioniert. Ich glaube, das muss man vorher fragen. Man wird sehen. So, das war die erste Frage. Zweite Frage, wie komme ich an den ran? Da musst du einfach mal in deinen Zeitungen rumblättern. Es gibt ja so Agenturen, die so etwas anbieten. Das ist aber so teuer, 090er-Nummern. Ich kann entweder mir leisten, da anzurufen oder mir einen zu mieten. Also beides kann ich nicht. Also ich weiß gar nicht, ob es das hier noch gibt, aber früher gab es in Köln eine ganz normale Agentur. Das war auch keine 090er-Nummer. Ich bin aus Köln, ich bin aus Duisburg. Ja, egal. Ich sag's nur als Beispiel mal so. Da rief man an, das war die Ortsnetzzahl und dann konnte man so etwas buchen. Die hatten so ganz viele verrückte Sachen, die man bei denen buchen konnte. Gibt es im Ruhrgebiet hundertprozentig auch. Hundertprozentig. Mach dich mal schlau in diversen. Ja, ich habe gedacht, bei dir rufen ja so viele Leute an und es sind auch zwei, drei Leute, die es gucken. Die könnten mir vielleicht ja Tipps geben. Na gut, also wir wollen jetzt mal unsere Leitung damit nicht belegen. Aber wenn uns jemand das mailen kann, geben wir das gerne an dich weiter. Mailadresse domian. Ich habe keinen Computer. Nee, ist ja egal, aber wir. Man kann uns das ja mailen, domian@wdr.de, und dann können wir es auch nicht weiterreichen. Also, das müsste beim Teufel zugehen, da gibt es schon so etwas im Ruhrgebiet. Wie teuer das ist, weiß ich nicht. Das ist schon nicht billig. Ne? Ja, eben, hab ich mir gedacht. Nun sagst du, du willst die Freundin danach mit dem alleine lassen. Ja, was die dann machen, das ist ihr Problem. Was? Das ist nicht mehr mein Problem. Aber ich hoffe, dass du mir hinterher alles klein erzählst. Also, es hat schon so ein bisschen den Hintergrund, du würdest die gerne ein bisschen verkuppeln. Für ein paar Stunden. Mal schauen. Also nicht nur, ich steige aus der Geburtstagstorte, singe zum Geburtstag alles Gute und gehe nach Hause, sondern da soll vielleicht auch ein bisschen was passieren dann noch zwischen den beiden. Wenn es schnackelt. Ja. Naja, wenn du genügend hinlegst, dann schnackelt es wahrscheinlich auch. Das müssen die beiden unter sich selber machen. Da zahle ich nicht für. Nee, dafür zahle ich nicht. Ich zahle nur fürs Ausziehen. Ach so. Verstehe. Wie kommt das denn, dass ihr beiden alleine nur den Geburtstag feiert? Ja, wir sind beide solo. Ja. Ich habe einen erwachsenen Sohn, der nicht hier lebt. Ja. Den würde ich auch nicht dazu einladen. Mhm. Und wir haben zwar einen Freundeskreis, aber die sind alles so nicht halt so wie wir. Okay, gut. Also, gibt das einen netten Geburtstag und viel Kreischerei, wenn es auch nur zwei Mädels? Ja, ich schätze mal. Wenn es auch nur zwei Mädels sind, Tina und eine Katze. Und eine Katze dabei. Also, ich mache das Angebot. Wenn uns jemand mailt, reichen wir das gerne an dich weiter und können dir den Tipp geben, wie du das machen könntest. Ja, toll. Wann ist denn der Geburtstag? Ich habe noch eine andere kleine Frage, und zwar, sag mir hast mal, wann, du eigentlich wann? Mittlerweile deine Autogrammkarten gewechselt? Nee. Immer noch die? Ja. Immer noch die mit der komischen Mütze? Ja. Ach, ja. Furchtbar. Aber die sind jetzt in der Planung, die neue Autogrammkarte. Ja, gut. Ja. Wenn du eine neue hast, sagst du dann Bescheid, dann möchte ich nämlich dann auch eine haben. Dann sage ich auch hier Bescheid. Denn die alten, die gefallen mir nicht. Wann ist denn der Geburtstag eigentlich? Ach, nächstes Jahr, aber mein Geburtstag ist nächsten Monat. Ach so. Nächsten Montag, Entschuldigung. Nächsten Montag schon, ja. Bis dahin sind die Autogrammkarten auch nicht fertig. Nee, das ist klar. Ja. Nein, aber die hat nächstes Jahr Geburtstag. Ich muss ja auch ein bisschen sparen. Ich brauche ja ein bisschen Zeit dafür. Du musst sparen, das muss lange gut und vorbereitet sein. Eben. Ist völlig klar. Eben. So, liebe Tina, dann wünsche ich gutes Gelingen bei der Vorbereitung und euch beiden danke. Dann auch sehr viel Spaß. Und falls ich mich wirklich dazu entschließen sollte, werde ich mich nochmal melden. Gerne, ja, gerne. Sehr gerne. Alles das Gute. Jetzt noch im März irgendwann, ein ganzes Jahr hat das noch Zeit. Ja, fast ein ganzes Jahr. Zeit. Mach's gut, Tina. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema Ich bin anders. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr das so von euch sagt. Ich bin einfach anders. Ich bin anders drauf. Ich lebe anders als andere Menschen. Ich bin vielleicht auch aufgrund einer Krankheit anders, aufgrund meiner Einstellungen, vielleicht auch aufgrund meiner Hobbys, aufgrund meiner sexuellen Ausrichtung. Da kann ja ganz viel drunter einzuordnen sein. Ich bin anders. Das ist unser Thema morgen hier in der Sendung von 1 Uhr bis 2 Uhr. Und ihr könnt auch noch Näheres über unsere Themen erfahren unter www.domian.de. Und kleiner Tipp auch noch am Rande, geht mal unter www.nachtlager.de. Das sind die Domian-Fanseiten, die dort sehr schön gestaltet sind. www.domian.de, www.nachtlager.de. Regine, 46 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Regine. Ich grüße Guten dich. Guten Morgen. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht es um meine Tochter. Die ist am 12. Juni von zu Hause weggelaufen. Mhm. Und befindet sich jetzt in so einem Mädchennotheim. Nennt sich das so ein Mädchennotdienst? Ja. Wie alt ist die Tochter? Die ist vor kurzem 17 geworden. Ja. Warum ist sie weggelaufen?
Ja, wir hatten am 28. Mai eine heftige Auseinandersetzung. Und zwar wollte sie mit ihren Freundinnen in die Disco. Mhm. Und ich habe ihr das nicht mehr erlaubt, weil sie einmal anstatt um 1, um 1:30 kam. Ich habe gesagt, ich kann mich nicht auf dich verlassen und ich kann dich dann auch nicht mehr weggehen lassen. Mhm. Und ihre Freundinnen, die durften eben immer bis 5, 6 Uhr früh in die Disco. Mhm. Wie der Streit kam, weil sie einmal eine halbe Stunde zu spät gekommen ist? Nein, nicht nur. Also sie wollte immer wieder in die Disco, sie wollte auch nach der Schule nicht nach Hause kommen, weil ihre Freundin auch bis 19 Uhr noch irgendwo hingehen dürfen. Ich habe gesagt, meine Tochter besucht ein Gymnasium und ist eine sehr gute Schülerin, ihre Freundin natürlich nicht. Ja. Und ich habe gesagt, nein, also du kannst nach Hause kommen, du musst Mittagessen, deine Schularbeiten machen und dann kannst du gehen. Und das wollte sie halt nicht. Sie wollte halt so wie ihre Freundin. Sie wollte also eben nur unterwegs sein. Und ja, das habe ich ihr nicht gestattet. Und wir hatten dann, wie gesagt, eine heftige Auseinandersetzung. Und ich habe dann ganz fürchterliche Sachen zu ihr gesagt. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel habe ich gesagt, nenn mich nicht mehr Mama. Und dann habe ich gesagt, weil sie vollkommen verändert war, sie hat dann auch 15 Tage gar nicht mehr mit mir gesprochen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass ich so viel Ärger mit dir hätte, dann hätte ich damals eine Schwangerschaftsunterbrechung vornehmen lassen sollen. Pfui. Ja gut, das... Ich weiß. So darf man sich wirklich nicht gehen lassen. Finde ich schon, Regine. Vor allen Dingen wegen so einer... Es sind ja Lappalien gewesen. Ja gut, aber ich meine 15 Tage, ich habe immer wieder gesagt, sprech doch mit mir. Und wir hatten so ein gutes und inniges Verhältnis. Es ist ja, aber so gut und innig. Weißt du, ich habe gerade immer so überlegt, das Mädel ist 17 Jahre alt, Mensch, die ist bald erwachsen. Kann sie auch um 1:30 nach Hause kommen, Mann. Und ja, da gehört ja auch ein bisschen Vertrauen zu. Das ist eine junge, fast erwachsene Frau. Du hast gerade so von ihr geredet, als wäre sie 12. Nein, es kommt ja noch hinzu, meine Tochter, die ist sehr krank. Sie hat vor 2 Jahren eine Autoimmunkrankheit bekommen. Eine Autoimmunerkrankung? Ja, und diese Autoimmunerkrankung lösen bei ihr schwere Rheuma und Gelenkschübe aus, Taubheitsgefühl der Beine, Lähmung des Rückens und alle 4 bis 6 Wochen muss sie auch deshalb immer ins Krankenhaus. Und ja, das ist sehr schlimm und sehr traurig. Aber deshalb musst du sie nicht noch strenger an die Kandare nehmen. Ja, ich bin auch sehr besorgt und sehr ängstlich, weil sie halt eben, wie gesagt, jetzt sehr krank ist und ihre Freundinnen haben wirklich keinen guten Einfluss auf meine Tochter. Ich finde, dass man in dem Alter auch den Kindern eine gewisse Eigenverantwortung zubilligen muss. Das gehört ja auch zum Erwachsenensein und das gehört auch zum Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kindern. Du meinst es natürlich gut, das ist mir schon klar. Aber das ist vielleicht auch eine Form, dass man auch ein bisschen loslässt von den Kindern und die ihren eigenen Weg gehen lässt. Denn jetzt ist ja nur ein Desaster entstanden. Sie hat nicht mit dir geredet und nun ist sie weg. Du hast schlimme Sachen gesagt, die dir auch leid tun, hoffe ich. Ja, wahnsinnig. Wahnsinnig leid. Hast du dich denn entschuldigt bei ihr für diese Ausfälle? Nein, ich hatte gar keine Gelegenheit bisher mit ihr zu sprechen. Sie wurde da vollkommen im Heim abgeschirmt. Ich habe zweimal ganz kurz mit ihr telefoniert. Ich habe ihr eine Geburtstagskarte geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob man ihr die Karte ausgehändigt hat, weil alle Briefe werden dort geöffnet. Und Geld darf nicht geschickt werden. Und wenn die Briefe eben nicht dementsprechend sind, werden die den Kindern gar nicht ausgehändigt. Du hast das erfahren, weil dass sie in diesem Mädchenwohnheim ist, in dem sie dich angerufen hat? Nein, ich hatte eine Nachricht auf meiner Mailbox und da sagte man nur, hier ist der Jugendnotdienst, ich sollte mich melden. Aber man sagte nicht, dass es um meine Tochter ging. Ich dachte, die Leute hätten sich verwählt und habe da auch nicht zurückgerufen. Und meine Tochter rief dann einen Tag später also die Großeltern an und sagte, dass sie im Heim ist. Und daraufhin habe ich mich dann dort gemeldet und ich habe auch, wie gesagt, zweimal erst mit ihr sprechen können. Wie waren das Gespräch? Waren das kurze Gespräche? Ganz kurze Gespräche, 2 Sätze. Ich möchte eben festhalten, die Tochter hat sich aber nicht bei dir gemeldet, sondern bei Oma und Opa. Ja. Ja. Lebst du eigentlich mit der Tochter alleine? Ja, ich lebe alleine mit meiner Tochter. Hast du denn schon mal versucht, mit einem Verantwortlichen dort in diesem Mädchenheim in Kontakt zu treten? Ja, mit einer Psychologin. Und die Psychologin sagte mir, dass sie nicht nach Hause zurück möchte. Und sie möchte im Heim leben. Und
Es geht jetzt halt darum, sie möchte, also zuerst wollte sie keinen Kontakt zu mir, aber jetzt möchte sie Kontakt, möchte aber im Heim leben. Mhm. Und es ist jetzt halt, die Entscheidung steht jetzt an, ich soll also eben meine Zustimmung erteilen, dass sie ins Heim kommt, also eben einen, in ein mhm. richtiges Heim. Mhm. Ich könnte dieses Heim mit dem Jugendamt zusammen aussuchen und mhm. ich habe mich also bisher geweigert. So, Regine, ich finde, dass du jetzt deiner Tochter einen Freiraum geben solltest. Wenn deine Tochter, die wirklich fast erwachsen ist, 17 Jahre, sagt, ich möchte lieber im Heim leben, das ist ja schon ein gravierender Schritt. Das sagt mir, dass sie sich verdammt unwohl gefühlt hat zu Hause. Sehr, wenn es auch für dich hart ist, das jetzt zu hören, da muss einem das Wasser schon bis zum Halse stehen, wenn man als Kind sagt, ich will lieber im Heim leben. Dann respektiere dieses jetzt wenigstens. Und sei froh, dass sie sagt, ich will ja Kontakt zu meiner Mutter haben, aber ich will im Heim leben. Das ist ja schon mal ein Anfang. So, dann hast du nämlich eine Basis, vielleicht vieles wieder gut zu machen. Nämlich auf der Basis, dass ihr Kontakt miteinander habt, aber lass sie in Gottes Namen, lass sie da leben und wohnen, wie sie es etwas, wie sie es im Moment möchte. Vielleicht entscheidet sie sich ja nach einer gewissen Zeit wieder um. Aber gib jetzt dein Einverständnis, wenn sie es möchte, wenn sie es für richtig hält. Sie ist ja in guten Händen dort. Also du meinst, ich sollte unterschreiben? Ja, ich finde ja. Ich sage es wirklich jetzt ganz gerade heraus und ohne jetzt noch im Detail darüber nachzudenken, so wie du mir den Fall geschildert hast. Ich finde schon, ja. Und versuche auf der Basis, dass sie Kontakt mit dir haben will, den Schaden wieder gut zu machen, die Scham wieder zu flicken und zu kleben. Ja, also ich würde mich ja gerne bei ihr entschuldigen, aber man lässt mich ja überhaupt nicht mit dem Mädchen zusammen, also mit meiner Tochter zusammen. Noch nicht, langsam. Aber du hast gerade gesagt, sie ist bereit, in Kontakt wieder mit dir zu treten, wenn du dem zustimmst. Ja. Ne? So, gut. Mhm. Das ist doch schon mal ein Deal, ist das doch. Ich glaube, dass du auch im Ansehen deiner Tochter steigst, wenn sie es mitbekommt, aha, die Mutter sagt ja, sie gibt mir die Freiheit. Ich glaube, das ist der erste Vertrauensschritt, den du da unternimmst. Ja, nur dieses Heim, also die Kosten betragen monatlich 4.500 Euro. 4.000 Euro im Monat? 4.500 Euro, ja, täglich 150 Euro. Das hat man mir schon schriftlich mitgeteilt. Die musst du zahlen? Ja, ja, ich und der Vater. 4.000 Euro im Monat? 4.500. Das kann ich ja gar nicht glauben. 9.000 Mark im Monat? Ja, ja, das ist... Was sind das, also, was sind das für ein Heim? Das ist doch kein staatliches Heim dann. Ich weiß nicht, es wurde mir so mitgeteilt und der Vater ist, glaube ich, noch gar nicht in Kenntnis gesetzt worden. Das klingt und ja wie ein Edelinternat oder so. Ja, ich weiß nicht. Also das ist mir, also da bin ich jetzt wirklich völlig, völlig baff. Und ich möchte auch gerne, dass du gleich mit meinem Psychologen über diese Kosten nochmal redest, weil der Johannes sich ja ganz gut auskennt in diesem Bereich. Mhm. Also das ist mir jetzt nur ganz schleierhaft. Ja, ich denke, wenn die Eltern nicht so viel Einkommen haben, dass dann ja auch der Staat etwas zuschießt, ne? Ich meine, wer verdient 4.500 Euro im Monat? Ist unglaublich, ist das ja. Wirklich. Also, ja, das kann keiner glauben. Das ist wirklich krass, ganz krass. Gut, aber es ging ja jetzt erstmal um die grundsätzliche Entscheidung, soll ich loslassen, soll ich nicht loslassen? Soll ich dem zustimmen, soll ich dem nicht zustimmen? Hm. Ne? So habe ich es verstanden. Ja. Da würde ich ganz eindeutig sagen, Regine, ja, lass sie. Was wäre denn, wenn ich jetzt nicht zustimme? Würde dann da ein Vormund hinzugezogen werden? Es wird wahrscheinlich alles sehr kompliziert werden. Und es wird noch, und euer Verhältnis wird noch verhakter und wahrscheinlich, es geht noch mehr kaputt. Weil ihr Wunsch ist es im Moment, nicht zu Hause zu leben. Ja. So, und den musst du respektieren, so bitter es auch für dich ist. Ja, es ist ganz bitter für mich, ganz, ganz bitter. Aber fass dir mal selbst an die eigene Nase, da bist du auch mit Schuld dran. Natürlich. So, und versuche das alles jetzt wieder allmählich gut zu machen, was angerichtet worden ist. Dass du auch irgendwann die Chance hast, dich wirklich zu entschuldigen und dass ihr beiden wieder zueinander findet. Aber gib jetzt nach, gib nach. Hm. So, jetzt möchte ich gerne auch noch die Einschätzung von meinem Psychologen hören. Das heißt, du sollst die hören und er soll dich auch noch ein bisschen informieren. Und ihr könnt darüber euch besprechen mit diesen Kosten. Das ist mir ja ganz, ganz schleierhaft. Hm. Dafür legst du auf und Johannes ruft dich gleich an. Ja, gut. Ja? Gut. Alles Gute, Regine. Danke, vielen Dank. Auf Wiederhören. Morgen heißt unser Thema, ihr Lieben, ich bin anders. Wer von euch ist anders oder kommt sich anders vor? Lebt vielleicht ganz unkonventionell, lebt isoliert oder ganz verrückt auch. Oder wer von euch
er hat vielleicht auch eine sehr schwere Erkrankung aufgrund dessen, er sagt, ich bin anders, ich bin einfach ganz anders gestrickt als die anderen Menschen. Also man kann ja da ganz viel drunter schreiben unter dem Satz, ich bin anders, als Beispiel meine ich. Also wenn ihr so das Gefühl habt, irgendwie, ich bin nicht so normal, ich bin nicht die Norm, ich bin anders, ich bin ein anderer Typ, ein anderer Mensch, dann ruft morgen an und erzählt mir von euch, von eurem Leben, von euren Erfahrungen. So, jetzt bin ich verbunden mit Sarah und Sarah ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Sarah. Dein Thema? Mein Thema ist, dass ich noch nie einen Orgasmus hatte. Ist mir ein bisschen peinlich, aber ist nun mal so. Und ja, so peinlich muss es ja nicht sein. Es gibt viel ältere Frauen, die das auch noch nicht erlebt haben. Und mit 17 kann man da ja noch was dran machen. Ja. Wie kommt es denn? Hast du das denn schon mal versucht, beispielsweise indem du dich versucht hast, selbst zu befriedigen? Hab ich schon versucht, aber es hat nicht geklappt. Hattest du schon einen Freund? Ich bin im Moment in einer Beziehung. Du bist in einer Beziehung? Ja. Und wie lange läuft die Beziehung schon? Seit September 2001. Ach ja, aber lange dann schon. Ja. Sehr lange. Das heißt, ihr habt auch Geschlechtsverkehr? Ja. Ja. Weiß denn dein Freund, dass du keinen Orgasmus hast? Nee, das weiß er nicht. Spielst du ihm das vor? Ja. Macht dir der Sex denn Spaß mit ihm? Er macht mir trotzdem Spaß, aber es passiert halt nichts zum Schluss. Es fehlt halt der Höhepunkt. Ja. Wie oft hast du das denn schon mal versucht, dich selbst zu befriedigen? So 2 bis 3 Mal die Woche. Ach so, ganz so. Ganz drauf an. Doch, so oft. Du versuchst das seit längerer Zeit schon, 2 bis 3 Mal die Woche? Ja. Und es funktioniert nicht? Nee. Überhaupt nicht? Mhm. Bist du denn nicht beim Sex mit deinem Freund dann doch irgendwie besonders verkrampft? Aufgrund der Tatsache, dass du da immer so ein bisschen was spielen musst, was gar nicht so ist und hinterher die große Stöhnorgie da vielleicht veranstaltest? Also ich glaube, dann hätte er mir das schon gesagt, wenn ich zu verkrampft wäre. Nee, ich frage dich so für dein eigenes Gefühl. Nö, meine ich nicht. Nee? Was spricht denn eigentlich dagegen, ihm das mal zu erzählen? Er wäre wahrscheinlich arg enttäuscht. Warum meinst du? Warum? Was meinst du, warum? Ich weiß es nicht. Weil du die perfekte Liebhaberin sein möchtest. Genau. Und weil du nicht möchtest, dass er denkt, er ist schuld dran. Nee, das will ich nicht. Ja. Aber ich finde es falsch, Sarah. Ich finde das zu einer guten Beziehung und offensichtlich scheint ihr euch ja sehr gerne zu haben, wenn ihr schon so lange zusammen seid. Ja. Gehört gerade auch im Sexuellen, finde ich, dass man da offen miteinander umgeht. Dass man gerade so etwas, das ist ja was ganz Gravierendes, kein Orgasmus zu haben, dass man das dem Freund erzählen sollte. Und ihm auch gleich klar machen, pass mal auf, das hat mit dir nichts zu tun. Ich kann es alleine auch nicht. Ich bin irgendwie noch nicht so weit. Wir können es ja vielleicht gemeinsam versuchen. Vielleicht können wir es gemeinsam hinkriegen. Ja, aber ich habe Angst davor. Warum hast du Angst davor? Dass er total enttäuscht ist. Ich habe keine Ahnung. Wie beschreib mir doch mal eure Beziehung. Wie ist denn die Beziehung? Würdest du sagen, dass ihr euch schon wirklich sehr gerne habt? Ja. Sehr innig, in sehr innige Liebe ist. Ja, also ich bin auch letztes Jahr im August zu ihm gezogen. Ach so, das auch schon? Ja. Mensch, ihr fangt aber früh an. Und er wird auch dieses Jahr schon 29. Er wird schon 29? Ja. Das heißt, er hat auch schon mehr Erfahrung als du. Du warst aber sehr jung, als ihr dann zusammengekommen seid. Ich war 15 und er war 27. Warum, nur am Rande gefragt, warum jetzt schon zusammengezogen? Muss denn das sein? Damals haben wir 70 Kilometer auseinander gewohnt und er konnte nur jeden zweiten Tag kommen, manchmal auch nur jeden dritten. Mhm. Und dann habe ich halt das auch mit meiner Mutter abgesprochen und die hat da nichts dagegen gehabt. So, jetzt will ich dir mal sagen, wenn der in seinem Alter von 29 mit so einem jungen Mädel zusammen ist, wie mit dir, dann muss er eben auch damit rechnen, dass so ein junges Mädel noch nicht so viele Erfahrungen hat wie vielleicht eine gleichaltrige Frau. Mhm. Und wenn er dich wirklich auch gerne hat und dich wirklich lieb hat, wird das auch wiederum ein Zeichen des Vertrauens sein, wenn du ihm, oder für ihn ein Zeichen des Vertrauens sein, wenn du ihm das sagst, pass mal auf, ich habe das in der letzten Zeit schon ein bisschen so gespielt, auch weil ich so unsicher war, aber ganz im Ernst, ich habe noch keinen Orgasmus erlebt. Ich garantiere dir, wenn der Mann dich wirklich liebt, ist er dir nicht böse,
Im Gegenteil, er wird froh sein, dass du ihm das sagst, weil das eine neue Offenheit, eine neue Vertrauensebene erschließt in euch, bei euch. Mhm. Wenn, ich glaube, das ist fast schon ein Zeichen der Liebe. Wenn er dich wirklich liebt, wird er sagen, Mensch, warum hast du es mir nicht vorher schon gesagt? Er ist ein bisschen erfahrener als du und er kann dir unter Umständen dann auch wirklich helfen und dass ihr das gemeinsam schafft. Also ich sag mal, er ist auch so ein Typ, der schnell beleidigt ist und so. Deshalb habe ich noch mehr Angst. Dass aber Sarah, wenn er deshalb beleidigt ist, dann hat er wirklich einen Riss in der Birne. Aber ehrlich, deshalb ist man nicht beleidigt. Das ist das Normalste von der Welt, dass man mit einem Partner über sexuelle Probleme redet. Und wenn du eben dieses Problem im Moment hast und du warst eben so jung, auch als du mit ihm zusammengekommen bist, ist das normal, da redet man drüber und versucht es gemeinsam zu lösen. Mhm. Ich sag dir nochmal, wenn er darauf schlecht reagiert, dann sagt das auch sehr viel über seine Liebe aus zu dir. Ja. Wirklich, das musst du jetzt auch riskieren. Finde ich, auch wenn du ein bisschen Angst davor hast, aber das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. So, das ist das eine. Ich glaube ja, dass man das in der Partnerschaft dann natürlich schön, wenn das alles offen ist und entspannt, natürlich auch noch schöner trainieren kann, üben kann, proben kann. Nichtsdestotrotz ist so diese andere Ebene der Selbstbefriedigung natürlich auch sehr wichtig. Also ich glaube auch manchmal, weil er hat auch ein bisschen Potenzprobleme, dass manchmal, dann ich rede jetzt mal ganz offen, dann steht er und auf einmal erschlaft er wieder. Und dann ist vorbei, dann kann er auch nicht mehr. Aber manchmal, da kommt er zu schnell und ich glaube, deshalb habe ich keine Chance bekommen. Ja, siehst du, haben wir es schon. So, da kann man noch offen drüber reden. Vielleicht hat er auch irgendetwas dir zu sagen. Woher kommen die Potenzprobleme? Warum reagiert er manchmal so? Vielleicht kann er dir da auch was erklären, was er bisher nicht gesagt hat. Mhm. Vielleicht könnte so ein Gespräch, wenn du damit anfängst, euch wirklich so ein ganz neuen Bereich auch eröffnen, des Umgangs miteinander. Ja. Also wenn ich das auch verstehe, dass du davor Angst hast und dass man sich auch ein bisschen schämt, finde ich alles nachvollziehbar. Aber da musst du gegen angehen. Da gewinnst du von, da gewinnt dein Freund und letztendlich gewinnt eure Beziehung auch. Mhm. Parallel dazu, Sarah, würde ich aber auch wirklich weiter versuchen, dass du selbst auch mit dir und deinem Körper klarkommst. Mhm. Nun kann ich natürlich dir hier nicht irgendwelche Tipps geben, Techniken und so, wie man das macht. Da würde ich dich gerne jetzt auch nochmal an meinen Psychologen verweisen. Und der kann dir auch noch ein paar ganz gute Bücher nennen. Es gibt auch so Bücher für Frauen, wie man sich gut und wirklich effektiv selbst befriedigt. Ja. Wohnst du in der Nähe einer größeren Stadt? Ja, ich wohne in Ludwigsburg. In Ludwigsburg. Da gibt es bestimmt auch einen Frauenbuchladen, weißt du das? Das weiß ich nicht. Ja, guck mal, recherchier das mal. Da würde ich mal hingehen. Da gibt's die Mädels beraten dich dann mit Sicherheit gut und da wird es auch dann auch da gute Lektüre geben, finde ich. Das ist das eine. Das andere ist jetzt erstmal gute Offenheit praktizieren mit deinem Freund. Ja. Ja. Aber dennoch verweise ich dich oder gib dich jetzt nochmal weiter an meinen Psychologen. Okay. Das ist der Johannes, okay? Okay. Du legst auf, Johannes ruft dich an. Okay. Alles Gute, Sarah. Danke. Tschüss. Tschüss. Cora ist 32 Jahre alt und jetzt bei mir. Ja, hallo. Ja, hallo Cora, ich grüße dich. Du hast den Fernseher, das Radio, noch nicht leise geschaltet. Doch, jetzt schon. Jetzt ja. Um was geht's? Ja, ich habe ein kleines, großes Problem. Mhm. Und zwar bin ich mit meinem Freund seit 2 Jahren zusammen. Am Anfang lief das alles auch recht gut. Aber ja, die letzten 1,5 Jahre haben wir so circa alle 3 bis 4 Monate einmal Sex und das ist zu wenig. Stört mich. Das finde ich auch, das ist relativ wenig, ja. 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 Wie kommt das? Keine Ahnung, er sagt, er ist überarbeitet. Lebt ihr zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen, nein. Wie oft seht ihr euch? Sehr oft. Sehr oft, also ihr wohnt in der gleichen Stadt, in der gleichen Umgebung? Nein, nicht in der gleichen Stadt, 70 Kilometer auseinander. Gut, aber ihr seht euch oft. Ja. Hm. Geht die Initiative schon von dir aus, dass du gerne möchtest und er sagt, nein, ich arbeite zu viel und ich habe keine Lust, oder? Ja, er schlägt dann einfach ein. Er schlägt einfach ein. Hm. Genau. Was natürlich auch nicht gerade schmeichelhaft ist, ne? Nee, nicht unbedingt. Hm.
Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung. Und das ist ja schon eine ganze Weile. Ja. Ja. Was vermutest du? Man hat doch, man macht sich doch tausend Gedanken dann als Partner. Ich weiß es nicht mehr. Also am Anfang habe ich gedacht, ja, es ist eine andere, aber das glaube ich absolut nicht mehr. Warum nicht? Nee, weil er dazu zu zärtlich ist. Also er streichelt mich und so weiter und so fort. Alles ist gut. Nee, ich glaube es nicht. Ich glaub, übrigens, das hat nichts zu sagen. Ich glaube, dass man zu einem Partner sehr zärtlich sein kann und dennoch auf sexuellen Abwegen sein kann unter Umständen mit anderen Menschen. Aber okay. Nur. Ja, ich glaube, dass man das ist nicht unbedingt ein Indiz dafür. Der Sex vorher, war der richtig gut für dich? Ja, der war richtig gut, ja. Für ihn auch, soweit du es einschätzen kannst? Ja, doch, auf jeden Fall, ja. Denke ich schon. Gab es damals ein Ereignis oder hat sich das so allmählich so verplätschert? Allmählich verplätschert. Mhm. Wie oft hast du ihn schon angesprochen darauf? Och, andauernd. Manchmal scherzhaft, manchmal denn schon, dass ich gesagt habe, so, im letzten Urlaub habe ich gesagt, so, wenn nicht jetzt, dann nie wieder. Mhm. Ja. Und wenn es dann passiert, hast du den Eindruck, dass es dann auch richtig gut ist oder ist das für ihn dann so eine Pflichterfüllung? Pflichterfüllung. Da stimmt was nicht. Nee. Definitiv nicht. Das denke ich auch. Seid ihr so offen miteinander? Fragst du ihn, ob er onaniert? Ja, ich frage ihn und er gibt es auch zu, ja. Mhm. Was gäbe ich darum, jetzt zu erfahren, an was er dann denkt, wenn er das tut? Ob das er an dich denkt? Ich auch gerne. Denkt er an dich? Denkt er an irgendwelche anderen Fantasien? Ja, das sagt er mir natürlich nicht. Mhm. Also im Klartext, du hängst völlig in der Luft. Genau. Er umnebelt sich. Es ist nicht durchschaubar, warum das so ist. Du kriegst irgendwelche fahlen Ausreden von wegen, ich bin überarbeitet oder er schläft dann einfach ein. Genau. Das geht natürlich auf die Dauer nicht. Nee. Also ich bin total deprimiert. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Mhm. Vor allen Dingen, weil bei anderen Männern, da hätte ich die besten Chancen, aber ich habe da keine Lust drauf. Mhm. Also ich würde es gerne irgendwo schon durchziehen. Ne? Könnte mir vorstellen, dass du auch so das Gefühl hast, wenn, dann muss ich um Sex betteln. Ja, genau. Mhm. Mhm. Aber das möchte ich nicht. Mhm. Und das mache ich auch nicht mehr. Ja, das war jetzt gerade ganz klar gesagt und das mache ich auch nicht mehr. Nee. Ist ihm das so klar, dass das sehr ernst ist im Moment? Schon? Bei dir? Ja, im Moment sehr ernst, ja. Doch, glaube ich schon, ja. Mhm. Aber du liebst ihn. Ja, auf jeden Fall. So, dann würde ich schon nochmal eine Offensive starten an deiner Stelle. Manchmal brauchen Männer ja ein bisschen länger, um das zu kapieren, dass es ernst wird. Mach ihm das nochmal wirklich ganz definitiv klar, dass das so nicht für dich weitergeht. Und dass du einfach eine Perspektive brauchst. Und dass er den Mund aufmachen soll, was da los ist. Weil man kann ja viel besser mit so etwas umgehen, wenn man weiß, woran es liegt. Das habe ich schon mehrmals gemacht. So, und wenn er nicht bereit ist, es zu tun, oder wenn er sagt, nein, ich weiß es nicht, dann schlage vor, dass ihr in eine Paarberatung geht. Habe ich auch schon gemacht. Und das will er nicht. Doch, er sagt scherzhaft, natürlich können wir es machen, wir können auch mit unseren Eltern zusammen dahin gehen. Ja, das sind so dumme, lockere Sprüche. Ja, genau. Gut, dann soll das mal machen. Wenn ihm was wert ist, wenn ihm die Beziehung auch wert ist, muss er ja auch bereit sein, etwas zu investieren oder etwas zu tun. Er muss ja was machen, du bist Fakt ist, da ist ein Pärchen, die sich eigentlich lieben, aber du bist unzufrieden aufgrund dieses Problems. Das Problem kann nicht gelöst werden in eurer Beziehung, also muss man nach außen gehen, um das Problem vielleicht zu lösen. Ob es gelingt draußen, weiß ich nicht, aber es ist ein Versuch wert. Mhm. So, wenn du das auch gemacht hast, vielleicht öffnet er sich ja da ein bisschen mehr. Hoffen wir das mal. Hoffen wir es mal, genau. Also irgendwas hält der Bursche hinterm Berg, bin ich hundertprozentig sicher. Ist er denn beruflich so sehr belastet? Ja, doppelt. Das schon, ja. Mhm. Mhm. Wie alt ist er? 38. Mhm. Und wenn ihr so mal ein paar freie Tage habt oder wenn so Urlaub ist, dann ist es aber auch nicht besser. Doch, wenn die Kinder nicht mit dabei sind, dann ist es schon besser. Doch, dann geht's. Ja. Welche Kinder sind das? Von wem? Ja, ich habe zwei und er hat eins. Ach so. Mhm. Also kommt da auch noch ein Faktor hinzu, der euch vielleicht auch noch stören kann oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Mhm. Also es ist schon kompliziert. Ja, aber mein Gott, das. Nein, deswegen. Ja, vorher auch. Also ja. Von daher. Ja. Ach so, war er vorher auch beruflich so eingespannt?
Nein, wir haben zusammen eine Firma seit einem Jahr und seitdem ist es wirklich extrem. Ach so, dann seht ihr euch ja doch jeden Tag. Nö, nicht jeden Tag, um Gottes Willen, nein. Ja, so beruflich, so eng beruflich miteinander verbunden sein, tötet natürlich manchmal auch die Erotik. Das ist das Risiko. Das ist heikel manchmal, ja. Mhm. Gut, aber das muss man ja mal rauskriegen. Wenn er das so sagen würde, wäre das ja schon mal ein Anfang. Ne? Da könntest du ja auch was machen. Für ihn ist es klar, dass da sehr viele Verpflichtungen dranhängen, dass da sehr viel, ja, dass die Rechnungen bezahlt werden und, ne? Dass das ist alles in Ordnung. Also wenn das er jetzt ist das Erste, wenn wir uns sehen. Sofort die Firma und dann, wenn das eigentlich eben drankommen würde, schläft er. Mhm. Ja. Also mich würde zum Beispiel interessieren, wenn er jetzt auch am Telefon wäre, würde ich ihn fragen, wie oft onanierst du denn? Ne? Da könnte man ja ich denke schon mal jeden Tag. Ja, also ist da schon noch ein Trieb und eine sexuelle Lust da? Wenn er jeden Tag onaniert, warum hat er dann keine Lust mit dir, mit Cora zu schlafen? Ne? So, das sind ja alles Sachen, die man in so einer Paarberatung halt auch rauskriegen kann. Treib ihn dahin. Ja. Treib ihn dahin, ich finde es schon. Jetzt hat das Ganze aber wahrscheinlich noch eine andere Ebene, dass wenn du ihn verlassen würdest, sagen wir das mal so, spielen wir das mal durch, hätte das wahrscheinlich auch noch große andere Komplikationen, wenn ihr beruflich so miteinander verbunden seid, oder? Nee, das ist abgeklärt. Das ist abgeklärt. Ja, ja. Auf jeden Fall. Mhm. So, letztendlich musst du ihm klar machen, dass wenn ihm was an der Beziehung, an der Liebe gelegen ist, muss er auch etwas tun und unternehmen und muss unter Umständen auch über seinen Schatten springen. Es ist, auch wenn ihm das unangenehm ist, in eine solche Paarberatung zu gehen, dann muss er es halt mal machen, für dich und für euch. Das musst du ihm so klar machen. Mhm. Finde ich. Da hast du das Recht zu. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du da wie so ein Mäuschen sitzt und hoffst, dass mein Krümmelchen vom Tisch runterfällt. Ja, wie ein Mäuschen und nicht gerade. Na gut, aber ich übertreibe es jetzt, weil die Rolle ist ja schon demütigend, in der du bist. Ja, natürlich, klar. Ja. Auf jeden Fall. Cora, in diesem Sinne. Ich bedanke mich. Alles Gute. Okay, tschüss. Dankeschön. Ciao. Alexandra, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Alexandra. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Also mein Thema ist, ich habe meinen Sohn vor 9 Jahren zur Adoption freigegeben. Als er gerade geboren wurde? Nein, er ist 10 Jahre alt. Ein Jahr war er alt, als ich ihn abgegeben habe. Ach so, der Kleine ist ein Jahr bei dir gewesen? Ja. Wie kam es dann, dass du ihn abgegeben hast nach einem Jahr? Ich hatte eine Beziehung zu einem 20 Jahre älteren Araber. Mhm. Und wir hatten Probleme, er hat mich immer geschlagen und alles. Und dann irgendwann hat wohl ein Nachbar Jugendamt angerufen. Und er stand bei mir vor der Tür. Und die Frau fragte mich, was los sei, ob ich das Kind abgeben will. Und dann habe ich hinter seinem Rücken mit dem Jugendamt einen Termin ausgemacht. Kurze Frage, das Kind war aber nicht von dem Mann, von dem du gerade redest. Doch, von dem Mann. Da ist noch ein Kind, höre ich gerade, ne? Ja, aber das ist... Das ist anders. Nicht. Okay, also das Kind, der Junge, war von dem Araber, von dem du gerade gesprochen hast. Ja. Ja. Und habe ich heimlich Termine ausgemacht mit dem Jugendamt und bin dorthin gegangen und habe mich dann entschlossen, mein Kind zur freien Adoption zu geben. Warum? Weil es mit dem Araber nicht mehr ging. Also wäre ich damals bei ihm geblieben, wäre ich heute nicht mehr im Leben gewesen. Ja gut, aber trennt man sich dann nicht eher vom Mann und bleibt bei dem Kind, als dass man das Kind weggibt? Ja, ich war 19 und mittellos. Ich hätte mit dem Kind auf der Straße gelebt oder so. Und er hat mir immer gedroht, dass er das Kind nach Syrien bringen will. Ach so. Ach so, das war der Hintergrund. Ja. Also damals wurde auch Anzeige vom Jugendamt gemacht und von mir wegen Morddrohung. Mhm. Und er wollte das Kind... Das heißt, du hast das Kind schweren Herzens weggegeben? Ja, schweren Herzens. Aber letztendlich, um das Kind zu retten, um es hier zu behalten? Ja, um es hier zu behalten. Weil ich war in Syrien, ich weiß, wie die Umstände sind dort. Also ihr hattet richtig Stress miteinander, du und dein Freund. Und er hat ja angedroht, ich nehm das Kind weg. Ja. Und da ist es in einer Nacht- und Nebelaktion, ist es dann abgegeben worden, das Kind? Ja, sozusagen. Und er wusste nicht, wo es hinkommt? Nein. Also er hat alles möglich versucht, auch über die Polizei habe ich hinterher erfahren, dass er eine Polizistin irgendwie wohl bestochen hat, um eventuell an Adressen dran zu kommen, wo das Kind ist. Hat er dir denn auch Gewalt angetan, um aus dir herauszubekommen, wo das Kind ist?
Also ich bin dann hier aus dem Ort, wo ich war, für ein paar Monate verschwunden. Sofort, also, nachdem das Kind auch weg war? Ja. Das heißt, du bist gar nicht mehr mit ihm konfrontiert gewesen, nachdem der Junge weg war? Nein. Ach so. Das heißt, eure Beziehung hat auch schlagartig damit dann beendet? Schlagartig. Wie lange warst du mit ihm zusammen? 2 Jahre. Und das war eine schlimme Zeit? Ja, es war eine schlimme Zeit. Du bist geschlagen worden? Geschlagen, ja. Mhm. Mehrmals, krankenhausreif. Mhm. Aber es fing alles erst an, als das Kind da war. Mhm. Ich war dann Nebensache für ihn. Hauptsache, er hatte einen Sohn für seine Familie vorzuzeigen. Ja. Ja, und dann fing das halt an. Wo ist der Mann jetzt und heute? Der ist heute verheiratet mit einer arabischen Frau und hat 3 Kinder. Und lebt auch in Deutschland? Ja, ja. Ja. Der lebt auch in Deutschland. Aber er hat dich dann irgendwann in Ruhe gelassen? Ja, er hat Angst vor meinem jetzigen Mann, weil mein Mann, den ich dann später kennengelernt habe, hat ihm also die Meinung gesagt, er sollte mich in Ruhe lassen, sonst gäbe es Ärger. Ist dein jetziger Mann Deutscher? Nein, ist kein Deutscher, ist ein Albaner. Albaner, ja. Wie lange hast du ihn denn, oder wie lange warst du alleine, nachdem du dich getrennt hast von dem arabischen Freund? Ein Jahr. War, dieses Jahr war ein Jahr in Angst und Schrecken, oder? Ja, es ging, also meine Mutter wurde ziemlich terrorisiert, Freundin, wo ich denn sein könnte. Mhm. Aber ich habe niemandem also direkt erzählt, wo ich war und war einfach von der Bildfläche verschwunden. Warum hast du denn dann nach diesem Jahr nicht versucht, das Kind wiederzubekommen? Das geht nicht. Also man kann es so machen, eine vorübergehende Pflegschaft. Mhm. Das ist aber dann nur irgendwie, ich glaube, ein paar Monate, haben die mir damals gesagt. Mhm. Ja. Also du musstest es wirklich definitiv zur Adoption freigeben. Also sagen wir mal so, ich bin selber in einer Pflegefamilie groß geworden. Ja. Und ich weiß, wie es ist, wenn richtige Kinder da sind und wenn man als Pflegekind da ist. Da ist immer ein Unterschied, was man auch verstehen kann. Ja. Und diese Familie habe ich vorher kennengelernt. Wo der Junge hin sollte. Ja. Mhm. Es waren herzensgute Leute, sind das. Mhm. Und die haben keine eigenen Kinder. Ach so, das ist natürlich dann sehr gut. Ja, das war meine Bedingung, dass sie keine eigenen Kinder haben. Gibt es denn heute eine Verbindung zu dem Kind? Ja, ich darf ihn alle 3 Monate sehen. Ach, und seit wann? Also... Schon damals? Schon damals, ja. Ach so. Wie geht es ihm in der Familie? Also sehr gut. Ja. Er weiß auch, dass ich seine Mutter bin. Ja. Und habt ihr denn auch mittlerweile ein gutes Verhältnis miteinander oder ist es eher schwierig, wenn du ihn siehst? Es ist eher schwierig, also er ist fremd für mich, muss ich dazu sagen. Es ist komisch und wenn ich mit ihm zusammensitze, da ist da die Frau bei und jemand vom Jugendamt, habe ich manchmal das Gefühl, dass er etwas fragen will. Er ist jetzt 10 Jahre alt und ich nehme mal an, dass... Er will wahrscheinlich fragen, warum. Ja, und meine, das ist irgendwie auch meine Angst. Sag mal, wie ich ihm das sagen soll. Ist bei diesem Treffen immer die Adoptivmutter und jemand vom Jugendamt dabei? Ja, ist immer dabei. Ach, das heißt, du bist nie mit dem Kind alleine? Nein, nein. Ihr sitzt dann, wie lange sind diese Treffen? Zwischen 1,5 bis 2 Stunden. Und das ist ja eine sehr verkrampfte Situation. Da sind ein fremder Mensch dabei und die andere Frau. Und da kann sich ja kein Verhältnis aufbauen. Nee. Keine. Also es geht auch nicht. Warum ist das so? Warum kannst du nicht einfach mal mit ihm alleine Eis essen gehen oder so? Ich nehme mal an, weil er zu jung ist und dass die Adoptiveltern das nicht so gerne möchten. Mhm. Also zum Beispiel mein jetziger Mann hätte auch gerne meinen Sohn kennengelernt, aber er darf nicht, weil die der Meinung sind, dass das für das Kind zu viel wäre, weil er jetzt ja dann... Ja. Redest du denn mit der Adoptivmutter auch über diese Frage? Nee, habe ich noch nicht drüber gesprochen. Es kann doch gut sein, dass er das da, ich meine, mit fast zehn Jahren ist man ja schon so helle und fragt sich so etwas, wo komme ich her, warum hat meine Mama mich damals abgegeben, warum bin ich hier bei euch? Ja. Was antworten die? Ne, das wäre doch mal interessant, es wäre auch gut, wenn ihr beide euch besprechen würdet. Also ich habe sie schon mal gefragt und er hat noch nicht so direkt gefragt. Mhm. Er war 8 Jahre alt, da hat er ein Foto gesehen von diesem Ehepaar und er war nicht da drauf. Mhm. Und hat dann mal nachgefragt, wo er denn wäre. Mhm. Und da hat die Freundin einfach erklärt, da warst du noch bei Alexandra im Bauch. Mhm. Mhm. Und hat ihm das halt so erklärt. Mhm. Also ich habe auch 2 Kinder jetzt, 2 Mädchen. Also er erzählt auch überall rum, ich habe 2 Schwestern. Mhm. Aber bei uns beiden der Kontakt ist sehr schwierig. Ich glaube, Alexandra, kann ich das wirklich nicht einschätzen, ob das im Alter von 9 oder 10 Jahren, und das ist auch entwicklungsbedingt wahrscheinlich, sein muss, aber ich glaube, dass über kurz oder lang finde ich, dass man den Jungen wirklich
vielleicht vorsichtig, vielleicht auch allmählich, mit der Wirklichkeit, mit der wirklichen Wahrheit vertraut machen sollte. Ich finde, das ist die korrekteste Form, ihm das beizubringen. Was soll man ihm da irgendwelche Lügengeschichten erzählen? Nee. Ich finde das auch sehr wichtig im Übrigen, weil sicher dein Bild dann auch besser wird in seinen Augen. Denn so wird er vielleicht irgendwann denken, warum hat die mich denn weggegeben damals? Warum hat die nicht zu mir gehalten? Mhm. Wenn er aber ansatzweise die Geschichte erfährt, wie du sie mir gerade erzählt hast, und wahrscheinlich ist sie noch viel dramatischer, und wenn du Zeit hättest, mir das ausführlich zu erzählen, wird er vielleicht auch ein gewisses Verständnis dafür haben. Und vielleicht ist das wiederum auch ein Anlass für euch später, dass ihr wieder noch einen innigeren Kontakt habt miteinander. Ja. Aber ich würde mich auch mit dieser Pflegemutter mal besprechen. Nicht, dass ihr was Gegensätzliches sagt, dass du das sagst und die das sagt. Also die Pflegemutter weiß Bescheid. Also ich habe ihr das damals erzählt. Eben. Umso besser, dass ihr euch einigt, wie ihr euch verhaltet, wenn die Fragen kommen. Man muss es ja nicht jetzt, wo er so jung ist, gleich mit aller Wahrheitswucht ihm da ins Gesicht schleudern. Ja, ja. Aber so allmählich, das. Ja. Ich finde es auf jeden Fall schlecht, wenn ihr ihn in irgendeiner Weise da belügen würdet. Er ist schnell, die Zeit vergeht so schnell, da ist er 14, 15, da kann man das doch einem Jugendlichen auch erklären, was da war. Nur halt, es ist halt. Also ich habe Angst vor der Situation. Das ist mir völlig klar, weil du natürlich dennoch, obwohl alles so klar ist, auch ein schlechtes Gewissen hast. Ne? Ja, ja. Klar. Das ist es. Ja. Weil er wird sich fragen, warum sind meine zwei Töchter bei mir und er nicht und so. Mhm. Deswegen gehe ich also immer mit gemischten Gefühlen dahin. Mhm. Sagen wir mal so mit einem schlechten Gewissen halt. Mhm. Aber so ganz jetzt unter uns, was die Adoption betrifft damals, hast du da... Bist du da mit dir im Reinen? Sagst du heute, es war wirklich damals die richtige Entscheidung oder sind da doch noch Zweifel? Also, es ist normal, dass man Zweifel hat, aber ich sehe, wie es ihm geht und dann denke ich mir, ich habe das Richtige getan. Ja, das ist doch gut. Ich hätte ihm damals nichts bieten können. Mhm. Er hat jetzt ein ruhiges Familienverhältnis. Mhm. Er hat Vater und Mutter, die für ihn da sind. Und die haben ihn lieb? Ja. Ja. Ja, das ist doch wunderbar. Was für ein Glück, dass es so gekommen ist. Ja. Also, ich würde als nächstes mal überlegen, wenn sich das ergibt, dass du mit der Frau dich mal alleine triffst oder dich mit ihr mal telefonisch verabredest und dieses Thema mal erörterst und dass ihr euch dann gemeinsam für so eine Vorgehensweise entscheidet, ihm allmählich irgendwie mal in den nächsten Zeiten, Jahren die Wahrheit zu sagen. Ja. Auch wenn das ein bisschen schwierig für dich ist. Aber letztendlich kannst du ja auch nur gewinnen davon. Ja, klar. Ne? So, jetzt kümmere dich mal um den kleinen Wurm, den ich da quietschen höre. Okay. Lieber Alexander, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema, ich bin anders. Wer von euch hat so das Gefühl und sagt, ich gehöre eigentlich nicht so in die Normalität hinein? Ich bin irgendwie anders gestrickt. Ich denke anders, ich handle anders, ich lebe vielleicht auch völlig anders. Oder vielleicht seid ihr aufgrund einer Krankheit eben nicht normal und sagt, ich bin anders und habt eure entsprechenden Schwierigkeiten damit. Das ist unser Thema morgen. Näheres zu unseren Themen, so auch zu dem morgigen Thema, könnt ihr euch angucken oder lesen unter www.domian.de. Julia, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist aber eine sehr nette Begrüßung. Ja, danke schön. Was kommt denn jetzt für ein Thema? Also ich lebe in einer Beziehung. Das ist schon mal schön. Ja. Das schon seit 2,5 Jahren. Ja. Und seit 3 Jahren kenne ich halt jemand anderes, also halt schon vor meiner Beziehung. Mhm. Und also dieser Mann ist mir halt sehr wichtig. Und mit diesem Mann habe ich halt ein sexuelles Verhältnis. Den du länger kennst, als deine Beziehung alt ist. Genau. Ja. Ja. Und mit meiner Beziehung habe ich keinen Sex. Ach. Also in keinster Weise. Wie, in keinster Weise? Nein, gar nicht. Warum nicht? Ich kann das einfach nicht. Wie? Du bist ich liebe ihn und wir sind auch glücklich, aber Sex... geht nicht. Du passt ja fast in unser Thema morgen rein. Ich bin anders. So ungefähr. Also ich rekapituliere, du hast einen Freund seit 2 Jahren. Seit 2,5 Jahren. Seit 2,5 Jahren. Mhm. Den liebst du sehr, aber ihr habt nie Sex. Nein. Auch noch nie gehabt. Also wir hatten im ersten Vierteljahr sehr wohl Sex, ja. Ja.
Aber es war nichts. Das hat mich nicht umgehauen. Hat dich nicht umgehauen. Dafür haut es dich um, wenn du mit deinem anderen Freund Sex hast. Absolut. Den du aber nicht liebst. Naja, das... Vielleicht ein bisschen. Mhm. Also er ist mir schon sehr wichtig. Also diese beide Männer sind mir wichtig. Weiß denn dein wirklicher Freund von... Die wissen beide voneinander. Die wissen beide voneinander. Ja, ja. Mhm. Was macht denn dein Freund mit seiner Sexualität und seinen Gelüsten? Wohin kanalisiert er das? Du hast ja deinen Lover. Er geht in die Dusche. Er geht in die Dusche. Ja. Ist ja schon ein bisschen verdreht, ne? Alles, oder? Also das klingt vielleicht ein bisschen überheblich, aber er liebt mich halt und er möchte auch keine andere. Und, Aber das hat ja schon was Masochistisches, ne? Ja. Ja. Verachtest du das nicht ein bisschen? Unbewusst. Ich will das ja nicht. Ich will ihn ja nicht verletzen, aber ich kann das nicht anders. Ja, du verletzt ihn natürlich dadurch, dass du dich ihm verwehrst. Ne? Er hätte ja wahrscheinlich große Lust auf Sex mit dir. Ja, das hat er. Aber er, wie sagt man, er nimmt es einfach so oder er erlaubt es, dass ich mit jemand anderem Sex habe, ja. Solange... Wie alt sind die beiden Jungs? Er ist, also meine Beziehung ist 32 und der Lover? Liebesgeschichte ist 33. 33. Warum bist du mit der Liebesgeschichte nicht zusammen? Wenn du sagst, ich liebe den irgendwie auch und im Bett klappt es gut, ist das doch eine optimale Sache eigentlich. Ja, aber das funktioniert wohl irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Ist der Geliebte solo? Ja. Ja. Mhm. Irgendwie ist mir unwohl dabei. Muss ja, ich dir sagen. Auch. Ja, irgendwie bist du unwohl. Ich versuche mich gerade in die Lage von deinem Freund zu versetzen. Mhm. Was ist denn, das geht denn in dem vor, Mensch? Ich weiß das nicht. Der nimmt in Kauf, dass du keinen Bock hast, mit ihm zu schlafen. Der nimmt in Kauf, dass seine Freundin, seine Frau geht ständig zu irgendjemand anderen und hat da knallharten Sex. Mhm. Und er nimmt das alles so hin. Aber auch über dich mache ich mir gerade Gedanken, dass du das so mitmachst. Es ist ja auch für dich, finde ich, keine schöne Rolle, die du da... Ja, also das Problem bei mir ist jetzt, also im Grunde genommen habe ich kein Problem damit, aber was mir wirklich jetzt seit kurzem erst zu schaffen macht, ist halt, dass ich immer wieder merke von, ja bitte? Nee, ich wollte ja sagen, du eigentlich müsstest dir ein Problem machen, weil dein Freund, den du angeblich liebst, leidet ja letztendlich. Ja, aber das ist ja auch eben das Problem. Ja. Ich empfinde es nicht allzu schlimm. Wiederum, wenn er das machen würde, das wäre für mich der totale Weltuntergang. Also, ja, ja. Könnte ich nicht mitleben. Nee, aber du bist eine Egoistin. Ja, das bin ich. Das bist du. Das höre ich wirklich raus. Du lässt dich wunderbar bedienen von beiden Männern. Und hast du einen Deppen, ich sag's mal, ich will ihn nicht beleidigen, aber hast du einen Deppen gefunden, der das auch noch mitmacht? Ja. Ja, so, genau so ist es. Mhm. Und eigentlich müsstest du, wenn er schon nicht da die Notbremse zieht oder klare Verhältnisse schafft, dann müsstest du es machen. Dann könntest du sagen, pass mal auf, lass uns trennen als Paar. Lass uns einfach so gute Freunde sein. Dann ist alles sauber und ich komme mir nicht blöd vor und du kannst ja auch deine anderen Sachen suchen. Wir können super enge Freunde, du kannst mein bester Freund werden, aber lass uns nicht mehr ein Paar sein. Ja, das ist es ja, das wollen wir beide ja gar nicht. Wir wollen ja zusammen sein. Denn das, was wir zusammen haben, was wir zu Hause haben, was... Wohnt ihr zusammen? Ja. Ja, wir wiederholen uns. Natürlich willst du das, weil du von beiden Seiten verwöhnt werden willst. Mhm. So. Und er hat irgendwie eine Schwäche. Bei ihm stimmt irgendwas nicht, dass er das so mitmacht, finde ich. Deswegen sage ich, dass du eigentlich müsstest eine Entscheidung treffen. Du müsstest eine saubere, klare Entscheidung treffen. Mhm. Tust aber nicht. Nein. Nee. Du lässt es dir gut gehen. Ja, so gut lasse ich es mir ja dabei gehen. Denn seit kurzer Zeit beschäftige ich mich dafür. Ja, du hast auch angerufen. Das zeigt mir auch, dass du da schon in einem Konflikt auch bist. Mhm. Und er ist zu schwach zu entscheiden, so höre ich es raus, dein Freund. Du bist aber eine taffe Frau. So. Ja, so taff kann ich ja nicht sein. Naja, aber du kannst es schon. Du kannst es schon sein, das glaube ich schon. So, da müsstest du jetzt eigentlich Konsequenzen ziehen, finde ich, Julia. Das ist eine Verantwortung. Wenn du diesen Mann liebst, müsstest du ihn eigentlich von dir erlösen. Das ist eine große, große Leistung, ich weiß. Ja, wirklich, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich muss ihn von mir erlösen. Ja, es ist wirklich eigentlich eine kranke Konstellation für mich. Mhm. Wenn ihr euch so wunderbar versteht, dann seid wirklich, wie ich es gerade sagte, gute Freunde. Aber geh aus dieser Beziehung heraus und gib ihm auch eine Chance, dass er vielleicht auch mal seine Sexualität leben kann. Mein Gott, 2,5 Jahre hat der Junge keinen Sex. Mhm.
Und du sitzt da und lässt es dir gut gehen. Jetzt ist diese Sendung vorbei. Aber ich habe auch alles gesagt, was ich sagen kann zu dem Fall. Okay. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war Uwe Petersen. Und morgen heißt unser Thema Ich bin anders. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Und um 1 sind wir hier im Fernsehen, im WDR-Fernsehen und bei Radio 1 Live. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Ciao.